Hallo und willkommen zurück. Heute Abend wollen wir die letzten 50 Schlüssel, in die ich bereit war zu investieren, benutzen, um nochmal 50 Truhen zu öffnen. Legen wir gleich los. Hoffen wir, dass dieses Mal ein bisschen besser Loot dabei ist. Strahlenenergie ist ja nicht so schlecht. 5 Gold lohnt sich kaum. Nehmen wir lieber den geheimnisvollen Kristall. Der ist für ein Gold relativ günstig. Ich hätte gerne hier die Talismane. Rahmenfedern sind auch immer gut. Und schon wieder die schlechteste Truhe, die es bisher gibt. Das ist die schlechteste Truhe im ganzen Trove. Nach 12 Schlüsseln. Immerhin. Mir jetzt nicht mehr so wirklich was genutzt. Direkt wieder ein Punkt, das ist sehr schön. Oh, das sieht wirklich gut aus. Oh, das sieht wirklich gut aus. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das sind 500 G. Wahnsinn. Das ist ein Skin. Das sind 300 G. Talismane. Und zwar hiervon, die checken wir mal frisch. 180 sind die normalerweise. Das sind 540 G. Gar nicht so viel anders wie die hier. Die sind zurzeit 550 G. Und die hier, die sind so bei 230. Das sind 460 G. Die brauche ich gerade, die... Im Prinzip auch. Die werden aber nach dem Trove sinken, die Strahlenenergien. Ich denke mal so wieder auf 7G. Da werden die sich einpendeln. Die Talismane bleiben ziemlich konstant bei 180, also nehmen wir die. Ja, die lohnt sich. Sehr schön. Und jetzt zeig nochmal diese Kiste, bitte. Eine Box im Moment.
Okay, was haben wir hier? Was lohnt sich? So, ich krieg jetzt auch langsam genug von diesen makellosen Edelsteinen. Deswegen brauche ich die jetzt nicht mehr primär zu nehmen. Ich nehme die jetzt nur noch, wenn die wirklich gut besser sind als der Rest hier, der mir angeboten wird. Meistens dominieren die Edelsteine hier immer noch. 15 Gold ersparen, das ist schon sehr, sehr gut. Im Vergleich zu dem, was mir hier sonst immer angeboten wird. Und nochmal Brock, sehr schön. Bitte nochmal die Geste von eben. Ui, was haben wir hier? Was haben wir hier? Diamant ist immer gut, Rubine brauche ich nicht, Zitrine auch nicht zwingend. Das ist natürlich sehr gemein, weil die hier 300 G-Wert sind, aber ich brauche den Diamanten. Ja. Nochmal die Kiste von eben, bitte. Mit den Stahlenergien, die kann ich jetzt für den Diamanten hier wirklich sehr brauchen. Und noch Brock, sehr schön. Der war natürlich jetzt leider nicht so toll. Das war sehr schade. Keine gute Kiste, muss ich leider sagen. Okay, das war's dann auch mit den Schlüsseln. Alles in allem ein relativ guter Treasure Trove dieses Mal, muss ich sagen. Ich habe auch ein paar gute Kisten bekommen, denke ich. Ich weiß nicht, wie ihr das bewertet, ob meine Kisten jetzt wirklich gut waren. Ob ihr mehr oder weniger RNG-Luck hattet als ich. Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren posten, wie bei euch so der Treasure Trove geprockt hat, ob ihr da gut was gezogen habt, gut Plus gemacht habt oder vielleicht einen ziemlich krassen Geldverlust. Man muss ja schließlich bedenken, einer der Schlüssel ist ca. 15 Gold wert. Die muss man erstmal aufbringen. Aber alles in allem, denke ich, hat sich das für mich hier schon zumindest leicht gelohnt für das, was ich investiert habe. Ich habe gerade hier für ungefähr 500 G die Talismane bekommen.
Eigentlich nicht so schlecht, nicht so schlecht. Gut, dann mache ich jetzt hier mal Schluss mit meinem Video. Hoffe, es hat euch gefallen, dass ich 2x100 Kisten aufgemacht habe. Und ihr könnt euch ein bisschen informieren über das generelle RNG. Und so entscheiden, ob ihr auch Schlüssel für die Kisten kaufen möchtet oder nicht. Wir hören uns im nächsten Video.